Heute sprechen wir über ein Mysterium, das wahrscheinlich jeder von uns kennt oder von dem jeder schon einmal gehört hat. Es geht nämlich um das Bermuda-Dreieck, eine Region mitten im Atlantik, die so gruselig sein soll, dass dort jährlich noch bis heute Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Insgesamt sollen bis zu 1000 Flugzeuge und Schiffe wie vom Erdboden verschluckt worden sein und sind bis zum heutigen Tag nicht mehr aufgetaucht. Und das alles in dieser sagenumwogenen Region. Diese Region und die Mysterien drumherum habe ich mir einmal genauer angeguckt und möchte euch gerne heute zeigen, was wirklich dahinter steckt. Also viel Spaß! Gucken wir uns nun zuallererst einmal die drei Punkte des Bermuda-Dreiecks an, die dieses Dreieck ausmachen. Das sind die Orte Miami, San Juan und Bermuda. In der Region zwischen diesen Orten wurden die meisten seltsamen Vorkommnisse beobachtet. Dinge wie zum Beispiel Fehlfunktion von Kompässen waren üblich. Bereits in den 1950er Jahren fiel einigen Menschen auf, dass irgendetwas mit der Region des später bekannten Bermuda-Dreiecks nicht stimmte. Die Meldungen von Schiffen und Flugzeugen, die dort verschwanden, begannen sich immer und immer mehr zu häufen und die ersten Zeitungen und Zeitschriften berichteten über mysteriöse Dinge, die auf hoher See passierten. Doch das Interesse war hier noch nicht so groß gewesen. Menschen waren nicht so interessiert daran, von verschwundenen Flugzeugen zu erfahren. Doch dies änderte sich mit einem Vorfall drastisch. Und dieser Vorfall war Flug 19 aus dem Jahr 1945. Flug 19 war ein Codename für 5 Bomberflugzeuge, die von Florida am 5. Dezember für einen Testflug und eine Übung starteten, aber nie mehr zurückkehrten. Der Vorfall des Verschwindens war so seltsam und mysteriös, dass sogar die Navy in ihrem Bericht schrieb, dass die Gründe für das Verschwinden immer noch unbekannt sind. Doch was genau ist nun mit Flug 19 passiert? Das wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Der 5. Dezember 1945 war ein klarer und sonniger Tag und 5 Bomber machten sich auf den Weg, um Bombardierungen zu üben. Befehlsleiter hierbei war Commander Charles Taylor, ein ziemlich erfahrener Pilot mit viel Flugpraxis. Er befehligte die restlichen 13 Leute, die in den anderen Fliegern saßen, da diese noch in der Ausbildung waren und nur sehr wenig Flugpraxis hatten. Alle Befehle gingen von Commander Taylor aus. Ihre Route, die sie abfliegen sollten, war ziemlich simpel gehalten. Sie starteten in Fort Lauderdale in Florida und flogen 56 Meilen nach Osten. Dort übten sie dann die Bombardierung, sprich das eigentliche, wofür sie losgeflogen waren. Wenn sie dies gemacht hatten, flogen sie noch ein paar Meilen weiter Richtung Osten, in die Nähe der Bahamas. Dann würden sie abdrehen und nach Norden für über 70 Meilen fliegen und von diesem Ort im Norden dann zurückkehren nach Florida auf ihren Startpunkt. Und dann wäre alles gut gewesen. Es war eine ziemlich simple und vorher auch eingeübte Route gewesen, doch bereits kurz nach dem Start ging irgendetwas schrecklich schief. Denn plötzlich meldete sich Taylor beim Tower und berichtete, dass scheinbar sein Kompass nicht mehr funktionieren würde und sie in eine falsche Richtung geführt hätte. Er sagte aber, dass er ganz genau wusste, wo er war und nur nach Norden fliegen müsse, um zurück nach Miami zu kommen. Vom Tower bekam er dann die Erlaubnis und so flogen alle Flieger Richtung Norden. Commander Taylor war sich sicher, dass er an der Südküste von Florida gewesen war, sprich, dass sein Kompass ihn in diese Richtung geführt hatte, da er fehlerhaft war. Und so hätte eine Kursänderung Richtung Norden helfen müssen und alle wären sicher und heil wieder zurück zu Hause angekommen. Doch sie flogen Richtung Norden und irgendetwas stimmte schon wieder nicht. Denn bereits kurze Zeit später kam eine neue Durchsage von Taylor. Diese Durchsage war simpel. Sehe kein Land. Wir scheinen vom Kurs abgekommen zu sein. Irgendetwas stimmte jetzt ganz und gar nicht. Taylor entschied sich, weiter nach Norden zu fliegen. Er wusste nicht mehr, wo er war. Seht mal hier, wenn Taylor recht gehabt hätte, so hätten die Piloten eigentlich gar nicht über Wasser fliegen dürfen. Sie hätten eigentlich direkt, nachdem sie Richtung Norden geflogen wären, zurück ans Festland gelangen müssen. Die Frage war nun gewesen, wo die Bomber wirklich waren. Taylor vermutete, dass sie nun im Westen von Florida gewesen sind und dort über dem Meer waren. Und so flog er weiter Richtung Norden, da er auch dann irgendwann über Land angekommen wäre und dort hätte landen können.
Stunden vergingen, in denen Taylor versuchte, nach Miami zurückzukehren. Doch dies funktionierte nicht. Nach Stunden wurde es dunkel und das Wetter, welches erst gut war, wurde rauer. Und dann, gegen 19 Uhr, brach jeglicher Kontakt zu Taylor und den anderen Piloten ab. Die Flugzeuge waren ab diesem Moment offiziell verloren. Das Bermuda-Dreieck hatte sie verschlungen und Rettungsflugzeuge wurden losgeschickt, um eben diese Flugzeuge zu finden. Doch dies war erfolglos. Nun müssen wir aber einmal gucken, was hier wirklich passiert ist. Denn diese Geschichte sorgte dafür, dass das Bermuda-Dreieck so berühmt wurde, wie es heutzutage ist. Doch das Verschwinden von Flug 19 ist in Wahrheit kein Rätsel. Denn die Wahrheit liegt simpel darin, dass Commander Taylor inkompetent gewesen ist. Ihr müsst wissen, Taylor war bekannt dafür, dass er einen schrecklichen Orientierungssinn hatte. Während des Zweiten Weltkrieges ging er alleine dreimal verloren und zweimal stürzte er dabei sogar auf dem Wasser ab und musste nachträglich gerettet werden. Zudem hatte er außerdem keine gute Kenntnis über sowohl östliche Gebiete als auch südliche Gebiete von Florida. Er wusste einfach bei diesem Tag nicht, wo er gewesen ist, und deswegen endete das Ganze so schrecklich. Die wahre Geschichte von diesem Tag sieht wie folgt aus. Taylors Kompass, der angeblich nicht richtig lief, funktionierte in Wahrheit. Er zeigte an, dass die Flugzeuge, so wie es geplant wurde, nach Osten flogen. Taylor jedoch glaubte, dass sie in Wahrheit nach Süden geflogen waren, weil er das draußen erkannte und änderte daher seinen Kurs Richtung Norden, im Glauben, dass er so bald das Festland wieder erreichen könnte und dort landen kann. In Wahrheit war er aber auf dem offenen Meer und die Kursänderung nach Norden sorgte nur dazu, dass er sich weiterhin auf dem offenen Meer befand und weiter rausflog. Nichts Mysteriöses war hier vorgefallen, es gab lediglich einen groben Pilotenfehler von Taylor selbst. Zudem wurde Taylor mehrfach von den Auszubildenden gewarnt. Diese Auszubildenden hatten die Lage erkannt und sagten, dass sie bloß nach Westen fliegen müssten, um zurück nach Hause zu kehren. Und Taylor ignorierte das. Was waren schon die Aussagen von irgendwelchen Auszubildenden gegen jemanden wie ihn, der Flugerfahrung hat? Aber auch vom Tower hatte Taylor am Abend erfahren, dass er gefälligst auf die Auszubildenden hören sollte. Doch ebenfalls diesen Befehl ignorierte er. Und so endete dieser Tag in einer schrecklichen Katastrophe. Taylor und die anderen Flugzeuge flogen immer weiter nach Norden und stürzten dann auf dem offenen Meer ab, immer noch auf der Suche nach Miami. Nachdem ich euch dies jetzt so ausführlich erklärt habe, stellt sich die Frage, warum habe ich diese Geschichte so ausführlich erzählt und nicht auf mehrere Mysterien geguckt, sondern mich auf diese eine fokussiert? Und die Antwort ist relativ simpel, denn ich brauche mir nicht weitere dafür unbedingt angucken oder sie euch jetzt erklären, denn es ist grundsätzlich immer auf das Gleiche zurückzuführen. Es gibt einige wirklich gruselige Geschichten über das Bermuda-Dreieck, doch wissenschaftliche Tests haben ergeben, dass es eben nichts mit Mysterien, Monstern und dergleichen zu tun hat, sondern in fast allen Fällen war es entweder menschliches Versagen, wie in der Geschichte eben, oder schlechte Wetterverhältnisse auf hoher See, die dafür geführt haben, dass Schiffe gekentert sind und Flugzeuge abstürzten. Die meisten Geschichten über das Bermuda-Dreieck selbst, die meisten Mysterien, sind in Wahrheit auch gar nicht im Bermuda-Dreieck passiert. Ihr müsst wissen, die Formation des Dreiecks ist völlig willkürlich gewählt worden. Und zwar nicht von Wissenschaftlern, die verschiedenste Tests gemacht haben, um zu sehen, wo seltsame Dinge passieren. Ein Autor, der dafür bekannt war, reißerische Geschichten zu schreiben, wurde von einer Boulevardzeitschrift, so zum Beispiel auch die Bild, angeheuert, um für eben diese Boulevardzeitschrift einen Text zu schreiben. Und in einer Boulevardzeitschrift geht es nicht darum, wissenschaftlich korrekt zu sein, es geht darum, möglichst viel zu verkaufen. Das Heft musste verkauft werden und darum musste eine wirklich große Schlagzeile her. Und so schrieb dieser Autor von dem mörderischen Bermuda-Dreieck, in dem auf einmal gruselige Dinge passieren. In seiner Geschichte erzählte er von echten Begebenheiten, doch er schmückte diese aus, ließ Dinge weg und ignorierte logische Erklärungsansätze komplett. Er machte lediglich eine wirklich gruselige Geschichte über dieses Bermuda-Dreieck, die sich dann auch sehr gut verkaufte.
Doch dabei hatte man keinerlei wirkliche Informationen gekriegt, dass die Wahrheit ganz anders aussieht und das Bermuda-Dreieck gar nicht so gruselig ist. Und seit diesem Tag, seitdem er diese völlig willkürliche Formation des Dreiecks gewählt hatte, wurde das Dreieck tatsächlich immer und immer weiter vergrößert. Denn in den letzten Jahrzehnten kam es immer mal wieder zu vermissten Fällen von Flugzeugen oder Schiffen, die allerdings nicht im Bermuda-Dreieck verloren gegangen sind, sondern relativ in der Nähe davon. Da aber eine Geschichte sich deutlich besser verkaufen lässt, wenn man darüber redet, dass es im Bermuda-Dreieck war, vergrößerte man kurzerhand das Bermuda-Dreieck einfach immer und immer weiter, damit eben diese ganzen Vorkommnisse da drinnen passiert sind und nicht nur in der Nähe. Und so wurde diese ganze Geschichte immer und immer weiter ausgeschmückt und so ist das Bermuda-Dreieck zu großen Teilen einfach nur eine gigantische Mogelpackung. Ich möchte es aber noch einmal sagen, im Bermuda-Dreieck selbst sind gruselige Dinge passiert, so wie auf dem Ozean häufiger mal gruselige Dinge passieren, und wenn ihr wollt, werde ich euch gerne mal genauer von den wirklich gruseligen Dingen erzählen. Doch ihr müsst wissen, dass die meisten Sachen, die mit dem Bermuda-Dreieck zu tun haben, nichts weiter sind als pure Erfindung oder das Weglassen von wirklich nützlichen Informationen. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich hier mal ein bisschen genauer in Depth gegangen bin, also ein bisschen mehr erklärt habe. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache, aber bis dahin erstmal. Tschüss.